Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es um meinen Anhänger. Ihr habt ja gesehen, dass der durchgerostet war. Das war diese Stelle hier. Die ist komplett weg. Und ja, jetzt sieht er so aus. Ich habe den Boden schon mal abgenommen. Und ja, nun will ich das neue Z-Profil einschweißen. Das habe ich hier unten auch schon liegen. Allerdings ist das ein bisschen größer wie das Originale. Ich konnte leider das Originale nicht kriegen in dem Maß, so wie es braucht. Zumindest nicht ohne weiteres. Dann hätte man es per Spedition schicken müssen und da hatte ich alle keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das eine Nummer größer genommen, was halt hier bei unserem Händler vorrätig war. Ja, dann versuche ich das mal da reinzuschweißen, beziehungsweise erstmal entrosten. Bei der Gelegenheit natürlich flexe ich hier gleich den ganzen Rost ab. Ich habe hier schon die Topfbürste liegen, das mache ich alles gleich sauber. Das wird neu lackiert, das also neu gestrichen, das Gestell. Dann mache ich ihn gleich hübsch, wenn ich schon dabei bin. Ne? Macht ja Sinn. Da kommt noch viel Arbeit auf mich zu. Ich hoffe mal, das geht jetzt so mit den Scheinwerfern, dass es jetzt nicht so gegenblendet. Aber ist ja nun mal so. Enge Garage. Man muss es halt nehmen, wie es ist. Ne? Guck, jetzt will ich das mal ein bisschen abschleifen. Das Profil rausschneiden und erstmal die Schotten rausschneiden, das ist alles festgerostet, da ist ja nichts mit Schrauben lösen, das muss ja alles flexen. Dann kommt das Profil raus, dann muss ich Maß nehmen, weil das Profil ist 3 mm dick von der Stärke und das neue ist 4 mm dick. Nun liegt das hier auf diesen Trägern liegt das auf. Das heißt, ich würde einen Millimeter höher kommen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, glaube ich. Weil da hinten seht ihr schon die Holzbretter, die kommen da drauf. Die haben eine 23er Stärke, meine ich. Und ja, deswegen ist es eigentlich gar nicht schlimm, wenn das ein Millimeter, das ist ja auch immer nur ein Treckeranhänger. Ne? Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt ja, ja kein, wer weiß was für ein Oldtimer. Hier kommt es wahrscheinlich nicht ganz so genau drauf ein. Soll trotzdem vernünftig werden, auf jeden Fall. Aber ja, ob es ein Millimeter hin oder her, ich glaube, das interessiert später auch keinen mehr. Also wird es trotzdem vernünftig gemacht, versuche ich zumindest. Die Lageraugen sind bestellt. Die hatte mein Händler nämlich so nicht, ja, die mussten erst bestellt werden. Deswegen kann ich heute sowieso nicht die Profile einschweißen. Das habe ich aber auch gar nicht vor, das schaffe ich zeitlich gar nicht. Das ist ja ein mega Aufwand erstmal. Ich schneide jetzt erstmal die Geschichten hier, glaube ich, raus. Dann fange ich an, das sauber zu putzen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann, ja, ich glaube, dann ist schon Feierabend. Und am nächsten Tag mache ich dann weiter mit den Messen, Einschweißen, was auch immer. Naja, wir fangen erstmal an. So, die Schotte ist ab. Ich musste das hier alles einschneiden, weil die Bolzen komplett vergammelt waren, wie ich schon erwähnt hatte. Man sieht hier auch, dass das hier echt
nicht mehr viel zu bieten hat. Ja, und diese Lageraugen, die man hier sieht, die hier eingeschweißt sind, die, das sind ja im Prinzip, sind das nur so Ovale mit einem Loch drin, die habe ich bestellt, die kommen noch. Die sind noch nicht da und ja. Und die sind auch schweineteuer. Ich glaube, einer kostet 1,30 plus Mehrwert. Aber man könnte die auch selber machen, aber für 1,30 Euro da jetzt rumfeilen pro Stück. Erstmal kriegt man das, also ich zumindest, nicht so sauber hin wahrscheinlich. Und zweitens bin ich da, glaube ich, einen halben Tag mit beschäftigt. Und jetzt kostet mir der Spaß inklusive Mehrwertsteuer 25 Euro oder sowas. Ja, ist halt teuer für so ein paar Blechstücke, aber nützt ja nichts, ne? Ja, hier sieht man nochmal, wie durchgerostet das Ganze ist. Das hat alles nicht mehr viel zu bieten. Nun weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil das Teil, also die neuen, die sind ja größer wie diese hier. Ich glaube, einen Zentimeter, das heißt, der würde dann hier stehen ungefähr. Entweder ich kann das Teil ein bisschen nach innen versetzen, und weil die Schotten laufen ja da oben drauf, und dann endet der Boden halt hier, das wäre ja kein Problem. Oder ich muss sie halt genauso machen und dann muss ich hier vorne halt ein Blech verkleiden, dass das nicht ganz so scheiße aussieht. Da muss ich ihn gucken. Hier sieht man die neuen Teile auch. Die sind ein bisschen größer und halt ein bisschen stabiler auch. Ja, dann muss ich auf jeden Fall erstmal ein Maß nehmen und das da rausschneiden. Ja, und dann geht's weiter, ne? Das sieht auch alles recht, also gut aus, sogar sehr gut aus. Da ist nicht viel verrostet. Ja, hier ist klar die Ecke, aber das ist ja nicht schlimm, das ist dickes Material. Hier vorne hat er ein bisschen, das schleife ich ab. Aber sonst bin ich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. So, nun schleifen wir die Schweißnähte hier ab. Und dann müsste es eigentlich schon fast auseinanderfallen. Das erste Blech ist ab. Das sieht noch ganz sauber aus alles. Ich mache jetzt erstmal alleine weiter und ja, wenn es was Neues gibt, schalte ich euch wieder zu. So, erstmal alles sauber soweit. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sehen kann, weil das hier nicht so ganz hell ist. Hier ist alles schön, hübsch. Jetzt habe ich schon die neuen. Das neue Z-Profil mir hier drauf gelegt. Wenn das funktionieren würde, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, von der Höhe her macht das gar nicht viel aus, wenn man das so sieht, das ist nicht viel. Und wenn ich das jetzt wirklich verschieben könnte, weiter rein, dann wäre das natürlich mega geil, dann würde es noch nicht mal auffallen, dass es ein anderes ist. Weil hinten ist ja noch das Originale. Kann gut sein, dass ich das so lasse. Oder ich schneide mir das hier oben raus. Hier so. Und hier auch. Und schweiße es dann wieder drauf. Aber ich muss dann gucken, wie die Substanz von dem Blech hier ist. So wie es aussieht, sieht das recht gut aus. Dann lasse ich das nämlich stehen, weil da ist ja nichts dran. Ne? Warum sollte ich mir die Arbeit dann machen? So, und deswegen muss ich ihn gucken, auf jeden Fall schneide ich es erstmal auf Länge.
das Profil ist gekürzt. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Bisschen höher, wie es eigentlich soll, aber das könnte man wohl noch hinbiegen oder was auch immer retuschieren. Hier hinten sieht es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Ist jetzt wie gesagt der 1 mm höher. Ist ja logisch, weil es dann 3 mm Profil ist und das ist ein 4 mm Profil. Der Millimeter ist jetzt natürlich ein bisschen höher. Entweder ich klinge das hier überall aus und setze es dann auf die gleiche Höhe. Oder es fällt gar nicht auf, das weiß ich noch nicht. Das muss ich gucken, ob man den Millimeter überhaupt sieht. Dann ist natürlich die Frage, wie das funktioniert mit den, mit den Schotten. Das kann ich aber erst sehen, wenn die Lageraugen da sind, weil wenn ich die Lageraugen einschweiße, dann sehe ich, ob ich das so lassen kann oder ob die wirklich einen Zentimeter weiter raus müssen, die Profile, damit das mit den Schotten wieder passt, damit die auf einer gleichen Höhe sind und miteinander abschließen. Sonst wird das dann natürlich nicht funktionieren, ne? Weil der zwischen den beiden Schotten hier läuft und sonst wird er nicht mehr genug Platz haben. Da muss ich ihm gucken, wie das harmoniert und aber naja, auf jeden Fall sieht das Profil ganz geil aus. Das läuft eigentlich alles recht gut mit, muss ich sagen, noch. Ich glaube, auf Holz. Ne? Und ja, ich melde mich, wenn es wieder was Neues gibt.